Hier an der Sammelstelle der Tafel Rostock in Schutow treffen heute um 10 Uhr die ersten Lieferungen ein. Wöchentlich unterstützt die Tafel an 16 Ausgabestellen ca. 1 bis 5.000 Bedürftige aus Rostock, Sarnitz und Gelbensande. Hier wird alles sortiert. Obst und Gemüse, Mopro, aber auch Non-Food. Manchmal kommen Schuhe mit vom Globus oder irgendwelche Handtücher. Und das machen wir alles viel. Und wir haben immer 3 Touren pro Tag. Und die fahren immer Süden, Norden, Westen. Ich sag mal Teutenwinkel raus, Warnemünde raus oder Südstadt raus. Wir bekommen ja die Lebensmittel von den Märkten aus Rostock, Lebensmittelmärkten. Und das sind ca. 3 bis 5 Tonnen pro Tag. Da ist natürlich nicht alles perfekt. Und da kann man immer sagen, werden 2 bis 3 Tonnen schon aussortiert. Das heißt Erdbeeren, die schon suppen. Das ist ein Tagesprodukt. Erdbeeren gehen rein in die Filialen und müssen nächsten Tag schon wieder raus. Und dann kriegst du schon wieder nachgeliefert. Und das wird von uns ersorgt wie schimmelige Kartoffeln oder gammeliges Brot, sage ich jetzt mal lapidar. Und dafür haben wir einen Bauern, der uns das Gott sei Dank abnimmt, weil auch Entsorgung von Lebensmitteln, was natürlich nicht unser Ziel ist, manchmal aber gar nicht anders möglich ist, da ist der Bauer denn da und das, sonst kostet das bei uns einen Haufen Geld. Gerade die braunen Tonnen Lebensmittel, das kostet, würde uns viel, viel Geld kosten. Ja, zu Hause zum Beispiel, der kriegt dann MAD. Das Mindesthaltbarkeitsdatum sagt gar nichts, das sagt einfach nichts. Was sagt es, das zu verbrauchen bis Datum? Zu verbrauchen bis heißt gehacktes oder Fisch etc. MADs werden bei uns, und das ist auch gestattet, können wir rüberziehen. Zum Beispiel Joghurt kann man noch 2 Wochen nach MAD vernünftig essen. Man macht einfach einen Deckel ab. Erstmal die Geruchsprobe ist ganz klar, die Sichtprobe, wenn das schon in Ordnung ist, klein bisschen probieren, passt. Und wir geben auch Lebensmittel raus, die natürlich über dem MAD sind. Aber da haben wir direkte Tabellen für. Da steht genau drauf, das Ei saß so und so, die Butter so und so. Sobald die Märkte uns das geben, von der Rampe, sind wir verantwortlich. Und wir haben Listen auch in den Ausgabestellen. Und da steht immer drauf, wie lange welches Lebensmittel auch noch rausgegeben werden darf. Zu 99% sortieren wir das hier schon aus. Aber die Ausgabestellen müssen selber auch mal gucken, kann da doch mal ein kleines Produkt wie. Und hier haben sie selber noch mal eine Sichtprobe und letztendlich nachher der Abholer entscheidet. Ganz einfach. Die Lebensmittel stehen am Evangelischen Gemeindezentrum Brücke in Groß-Klein schon bereit. Sie haben öfter mal ein paar Stellen, aber sind noch vollkommen in Ordnung. Verändert sich dadurch das Kaufverhalten der Bedürftigen? Nicht so. Nee. Ich möchte Besseres haben, aber da was gibt's, dann das, was gibt's. Ja, das schon, ja, klar. Alles schmeißt man nicht weg. Ne? Man muss es aussortieren, aber nicht alles. Habe ich vorher schon gekauft. Wir bezahlen ja hier auch 2,50 Euro. Aber ich habe das vorher schon versucht, also auszugleichen, weil man ja wenig Geld hat. Und habe das. Aber ich finde es auch so, auch wenn ich mehr Geld hätte, finde ich das auch sehr nachhaltig und sehr gut. Und kann man auch einen Apfel essen mit einer kleinen Stelle. Die Meinungen gespalten. Doch Obst und Gemüse müssen nicht immer perfekt aussehen. Bei anderen Produkten ist auch das Mindesthaltbarkeitsdatum kein zuverlässiger Indikator. Am besten und nachhaltigsten ist die Sicht-, Geruchs- und Geschmackskontrolle. Außerdem spart man so bares Geld.